Hallo meine Pokéfreunde und Pokénenten, willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Ja, das gibt's anscheinend noch. Im Hintergrund seht ihr beide bei Cluster Truck Gameplay. Ja, das ist eigenes Gameplay von mir, krass, oder? Ja, dass es sowas gibt, ist schon ziemlich nice. Wie auch immer, ich habe heute ein paar Themen mit euch zu besprechen. Oder halt, ich will halt mit euch ein wenig über etwas reden. Ja, machen wir es nicht so kompliziert. Und zum einen wisst ihr, oder ich habe es im letzten Video erzählt, aber ich kann es so gerne nochmal erzählen. Falls ihr euch fragt, warum ich seit 3-4 Monaten oder so keine Videos mehr gemacht habe, das lag einfach daran, dass mein PC so meinte, nee, ich habe keinen Bock mehr, du bist kein Ehrenmann, XD. Ich mache jetzt keine Videos mehr für dich, du kannst jetzt gar nichts mehr machen, OBS funktioniert nicht, Brain.exe funktioniert nicht mehr, geht gar nichts mehr. Ich konnte kein YouTube, also YouTube konnte ich gucken, aber ich konnte halt keine Videos wirklich aufnehmen. Ich konnte zwar irgendwelche Dateien im Internet runterladen, zum Beispiel irgendwelche vorhandenen Videos, die dann auf Camtasia schneiden oder hochladen, aber mehr einfach nicht. Discord konnte ich auch noch schreiben, aber das Gleiche, das kann ich auch mit meinem Handy machen irgendwie. Und selbst der kann das, glaube ich, besser. Also, ne? Und eigentlich hatte ich auch seit längerem das Geld, aber, weil ich hatte ja auch im Oktober Geburtstag, aber ging einfach nicht. Ich hab's gekauft und der kam nie an, der PC. Die Story hatten wir schon mal mit dem Mikrofon, was ich gerade benutze. Aber das kam ja irgendwann dann schließlich an, ne? Aber der PC kam halt immer noch nicht an. Und dann dachte ich mir einfach irgendwann, ja, kein Bock mehr, hau ich mir einfach irgend so einen PC. Ich habe jetzt einen richtig hässlichen, riesengroßen PC. Ist nicht unbedingt der schönste, ist mega, mega groß. Es ist wirklich XL-PC. Ist mir eigentlich komplett egal, wie der aussieht, solange er funktioniert, aber ich muss schon sagen, dass er nicht unbedingt der schönste ist, aber das ist wirklich nicht. Ich werde da mal was einblenden, ich weiß nicht, ob ihr was anfangen könnt, aber das sind so Stats, oder Stats, er will noch irgendwelche Sachen für den PC, so, vielleicht könnt ihr mit anfangen, ist hoffentlich ein guter PC, also doch, ich glaube, also für mich ist er wahrscheinlich ein guter PC, ich habe auch mit dem schon viel getestet, viel gespielt, ich habe den ja auch schon seit dem 28. Und ja, ich bin bisher mit dem zufrieden, kann mit dem sehr viel anfangen bisher, ihr merkt es ja schon, die Qualität des Videos ist ja, keine 60 FPS, ihr könnt auch 1080p, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll mit 1080p, also halt auf OBS, habe ich keine Ahnung, ich habe alles probiert, aber irgendwie will er nicht, mir auch egal, bisher halt keinen großen Unterschied bei 720p und 1080, und von daher, ist halt einfach nur, boah, cool, der hat eine 1080 statt 720, damn! Ist genauso wie mit 4K, Alter. Wer guckt sich 4K? Wer von euch kann 4K anschauen? Habt ihr einen 4K-Fernseher? Ich glaube nicht. Na, wie auch immer. Auf jeden Fall, wisst ihr, dass ich ja letztens, oder halt bevor ich YouTube verlassen habe, so gesehen für ein paar Monate, habe ich ja Let's Plays gehabt wie Fire Emblem und Pflanzen gegen Zombies und ich hatte auch Cringy Dingy. Das Ding ist, bei Fire Emblem, ich werde das abbrechen fürs Erste. Ihr werdet es vielleicht irgendwann weitermachen, ich weiß nicht, aber fürs Erste ist es auf jeden Fall abgebrochen. Erwartet da keine neuen Videos zu. Zu Pflanzen gegen Zombies, da muss ich nochmal gucken. Entweder es wird abgebrochen oder ich guck mal, dass ich da irgendwie meinen Speicher dann wieder habe. Weiß ich nicht, ob das jetzt auf Origin gespeichert bleibt, der Speicherstand, oder ob das halt auf meinem PC ist, weil wenn, dann muss ich halt neu spielen. Und irgendwie habe ich auch momentan keine richtige Lust auf Pflanzen gegen Zombies. Deshalb muss ich da nochmal gucken, was ich damit mache. Vielleicht, es wird auch wahrscheinlich erstmal nicht wirklich viel dazu kommen. Also, ja. Und Cringy Dingy, ja, denke ich mal, da wird dann bald mal wieder was kommen zu Cringy Dingy. Weil das hat ja vielen Leuten gefallen. Und ich habe natürlich auch viele neue Ideen für Videos, für Streams, was auch immer. Ich habe viele neue Let's Play Ideen, wie auch immer. Werde auch meine Playlist, die ich gemacht habe, updaten oder so, keine Ahnung. Und ich habe neue Livestream-Ideen, zum Beispiel Smash Story Mode oder Ahead in Time durchspielen, Blind oder sowas. Ja, Story Mode ist bei dir auch blau. Ich habe extra nicht gespielt, ich habe so viel Smash gesuchtet, holy shit. Aber ja, ich habe es extra nicht gespielt, den Story Mode. Ich spiele immer nur online und trainiere ein wenig, so, ja. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch das Video gefällt, dass ihr damit irgendwas anfangen könnt, dass es nicht scheiße war. Und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Video wieder. Haut rein, Leute. Ich hab euch lieb. Bye. Nächsten Video wieder. Haut rein, Leute. Ich hab euch lieb. Bye.